Ukulu, Tag zusammen, Merhaba. Salam alaikum, Tag, Tag. Hi. Pepe, diese Apfelkugel. Füße. Ich habe mich schon gefragt, wer den Titel übersetzen wird und seine Zeit verschwenden wird damit. Das war wieder Masterplan. Boah, Unicorn, der alte chinesische Übersetzer. Natürlich habe ich da durch den Google-Übersetzer gehauen, weil ich kann kein Chinesisch. Mann, süß. Ja, der ist süß, ne? Die Emotes sind geil, Alter. Jetzt erkennt man auch das Kerzen-Emote. Erstmal eine Duftkerze ballern. Oh, warte mal. Hallo, Dexus, hallo? Hallo? Hallo, können Sie bitte aus meinem Channel rausgehen? Okay, ich glaube, der ist AFK. Der ist AFK. Guck mal, der Unterschied zwischen dem Emote mit der Kerze und dem, den ich im Discord gepostet habe, wo man gar nicht erkannt hat, was das ist. Die Kerze hat sogar einen Filter unten. Seraphines, Dankeschön für den Prime 4. Und Tido, danke für den Restart im 6. Ich finde, das deutsche Emote erkennt man auch mit dem Lenkrad. Nicht vielleicht auf den ersten Blick, aber... Hogwarts ist cool, ja, Mann. Hogwarts! Der Zauberer chillt sogar ein bisschen, ne? Das ist richtig nice. Der sieht einfach aus, als wäre der mega happy, dass der fotografiert worden wäre. Der schielt sogar. Ja, das habe ich auch gelassen. Hallo, Goofy. Das Kekush Wizard, also Hogwarts Emote, erinnert mich ein bisschen an Max oder an Goofy. Weil der so Dings aussieht, so, wie sagt man? So jung und, wie sagt man? Ist das richtig? Unschuldig, genau. Sieht so unschuldig aus. Favorite. Aber Tinkepäckchen ist immer noch am besten, finde ich. Dann kommt Kekush Santa. Könnten wir machen. Aber ein Weihnachts-Emote ist halt echt lame, Alter. Ich glaube, da lasse ich irgendwann mal so eine richtige Collection machen. Ich habe übrigens Pisser rausgenommen. Also PP. Den lasse ich neu machen. Dafür habe ich auch schon eine Idee. Außerdem haben wir Weihnachts-Emotes, genau, mit dem Dings da. Ich glaube, What the Fuck habe ich rausgenommen, PP und Kekush Kachi-Mode, weil das war absolut Schmutz. Hat eh keiner benutzt, das sah dumm aus. Sah aus wie ein Kissy-Mode, aber wir haben schon eins. Ja, ich bin auch dafür, dass die Arme rauskommen. Ich bin echt sauer auf den einen oder anderen, aber von meinem Lieblings-Curtis band mich keiner weg. Ja, Audia, du musst dich halt benehmen, ne? Ich habe gestern gelesen, dass du zu irgendjemandem Keck geschrieben hast und so. Hier wird sich benommen, Junge, mein Freund. Ganz einfach. Hier wird doch nicht gestritten. Man kann diskutieren, auch ohne böse Wörter zu benutzen. Junge, was? Wie weg mit den Armen. Boah, das mit dem Eiswürfel sieht doch richtig geil aus, Alter. Hä, wer hat denn das gemacht? Hä? Hat dir schon mal einer gesagt, dass du ingame leise bist? Bin ich wirklich? Weiß ich nicht. Nö, hat mir noch nie einer gesagt. Chaser, danke schön für den Prime im 4. Das kann nur einfach sein, dass Ty mich im Teamspeak leiser gestellt hat, ne? Oha, den gibt's da sogar mit Schneeflocke. Man hört dich ganz normal ingame. Sitze, Laura sagt, ich höre mich normal an. Kann sein, dass Ty mich leiser gemacht hat. Weil ich für sein Ohr zu laut war. Was mit dem? Ja, aber Rage bleibt drinne. Weil das ist ja so ein Dings-Emote, was man auf jeden Fall irgendwann mal benutzt. Und Digga, die Emotes mit dem weißen Pixel auch noch fixen. Das wird sowieso alles überarbeitet, Unicorn. Ich wollte vorhin Keiko Schlorf neu hochladen, aber ich habe gesehen, dass ich das gar nicht mehr habe. Ich wollte mal gucken, ob ich die weißen Pixelfehler fixen kann.
Weil bei Twitch ist es mittlerweile so, eigentlich braucht man bei Emotes 3 verschiedene Größen. Aber es ist viel besser, nur die größte hochzuladen. Warum auch immer. Die skalieren das von alleine runter. Sieht einfach viel besser aus. Randall, dankeschön für den Reset am 14. Ja, ja, klar. Ich lasse die alle überarbeiten. Ich wollte halt nur so gucken, ob das funktioniert mit dem Pixel Unicorn. Ich lasse alles überarbeiten und mache neue. Ich bin so richtig im Fieber, Mann. Vor allem sehen die einfach so gut aus. Und der arbeitet einfach so schnell. Ich habe dem gestern gesagt, yo, auf Hogwarts Emote noch Sterne und so ein Quatsch drauf, Alter. Zack, heute da. Fertig. Kerze ein bisschen kleiner, damit man die Flamme sieht. Zack, da. Einfach Granate. Junge, wie Formel 1-Wagen arbeitet der. Voll gut. Links zu den Dude noch unter Penance, wenn der das will, habe ich den gar nicht gefragt. Ja, der Zauberer sieht schon süß aus. Vielleicht sehen wir mal wieder irgendwann einen Managa. Und wie geht's, wie steht's, was machen Sachen? Fo ak bitubu, Tag zusammen. Hallo Newlack und Blade, danke für den Resub. Im 22. Was mit dem PH? Ja, der macht auch Panels, aber ich wollte eigentlich mit Dexus neue Panels machen. Aber Dexus hat nie Zeit. Dexus ist ja auch ein Grafiker. Ich habe dreimal Dexus gesagt, jetzt viermal. Ich habe euch gestern dreimal gewarnt vom TO Audio und wenn ihr Probleme miteinander habt, klärt das untereinander nicht im Chat. Danke für eure Aufmerksamkeit, genau. Audio, böse. Boah, ich finde Hype so hässlich, das Emote, ne? Ich darf mir das nicht angucken, Alter. Boah, ich finde es einfach so hässlich. Nee. Ich finde das ekelhaft hässlich. Ja, genau. Ist super ugly. Ist es auch. Machen wir neu. Mega. Lass mal entscheiden, welche Emotes wir als nächstes machen. Auf jeden Fall PP, weil voll viele wollen das ja haben. Und... But what the fuck kann eigentlich raus, ne? Oh mein Gott, Bruder. Warum nimmst du mich Wolli direkt von hinten, Junge? Ich bin 5 Minuten da. Hurry. Nein, Schande muss drin bleiben. Hallo, bist du verrückt? Schande bleibt drin, oder nicht? Ja, Keiko Schloff bleibt auf jeden Fall. Aber Schande ist gut. Ja, die Arme auf jeden Fall. Arme auf jeden Fall. Arme auf jeden Fall. What the fuck kann auch raus? Benutzt keine Sau, hab nie solche Momente, wo das gepostet wird. Das stimmt, Schande ist ein OG. Was ist mit dem? Hallo, Hukulu? Sagen Sie mal. Sind Sie des Wahnsinns, Hukulu? Hukulu, hallo? Hukulu bleibt für immer und ewig. Das wird sich niemals ändern. Lul finde ich auch mega hässlich. Hat gar nichts mit Lul zu tun. Mehr hat alle werden neu gemacht. Ich überlege nur, welche deleted werden und dafür richtig neue kommen. Alle anderen werden überarbeitet. Ja, RIP und what the fuck und die Arme können raus. Na, Unicorn, der bleibt auch drin, weil er so hässlich ist. Vielleicht löschen wir den irgendwann. Was ist denn mit Angel, Mann? Ich hab nichts gemacht, gibt's auch nicht mehr. Baby bleibt auf jeden Fall drin, ne? Was ist mit dem? Haha, Justin, haha, lustig. Mathis, dankeschön für den Prime 29. Einmal Pommes Rot-Weiß, bitte. Gerne, mit Zwiebeln. Und Missstück, dankeschön für den Reset im 4. Und hurry, Bruder. 20 Gifted Subs. Haben die Leute sich bedankt? Hallo? Dankeschön, Bruder. Vielen lieben Dank. Du bist wahnsinnig, Junge. Kicker-Emote?
Ja, da könnte man einen Affen mit einem Fußball nehmen, ne? Kick-A-Mode wäre auch nicht schlecht. Keiko Schalke. Raupe? Okay, wer im Chat ist für ein Raupe-Emote? Okay, für Rope machen wir Plus im Chat. Ich kann das gerade nicht identifizieren. Wie das eine Raupe aussehen muss, ein Emote aussehen soll. Ein Affe, der vielleicht eine Raupe im Mund hat und die frisst so. Wie Hakuna Matata mäßig. Was wäre da am sinnvollsten an Emotes, Mann? Gibt's irgendwas, was ich benutze so richtig oft? Außer momentan Beutlin und so? Ja, Redney, da hab ich nämlich auch die Vermutung, dass Raupe schnell egal wird, so. Ich meine, ist kein Stress, ich kann das wieder austauschen. Manager, was sage ich sehr oft? Das H-Wort sage ich nie. Ja doch, Hure! Sterling auch nicht. Was zum Teufel, sage ich sehr oft, ne? Dodge gibt's schon, ja, Oma. Ach, wisst ihr was? Ich lasse einfach welche machen. Ich mache einfach welche und dann gucken wir. Vielleicht etablieren sich welche davon, welche vielleicht auch nicht. Ich mache nur mal 3 neue. Dann fange ich an, die anderen, die wir so oder so behalten, ne, wie Keikos Kiss und Keikos Love und so, zu überarbeiten. Und dann gucken wir nochmal. Ich lasse mir einfach irgendwas Dummes einfallen. Keikos PP, also Pisser-Dings, werde ich jetzt auf jeden Fall nochmal neu einfügen. Aber was für ein Unterschied, ne? Wenn man sich das einfach mal so anguckt. Die neuen Emotes sehen einfach 1000-mal besser aus. Tut mir leid. Ist aber wirklich so. Ich habe gerade diese Liste hier auf, wo ich meine Emotes sehe. Sieht einfach 1000-mal besser aus. Allein das mit der Kerze, so der Affe ist so klein, weil die Kerze im Vordergrund steht, aber man sieht es, man erkennt es einfach. Keikos cool könnte eigentlich auch raus. Weil wofür? Naja, Milas PC geht nicht. Die Anke guckt jetzt mal da drüber, damit die wenigstens noch ein bisschen zocken kann. Jazz wird seinen alten Computer stiften. Was geht ab? Du, Yadi. Und guten Abend. Noah, danke für den Prime 4. Ja, aber wie soll denn Demba-Emote aussehen? Da müsste ich für Demba eins machen, für Mila. Müsste man. Und dann kommt mir irgendein anderer um die Ecke und sagt, warum habe ich kein Emote? Immer Drama. Oh. Oder lass uns das mal so allgemein sehen. Genau, der Unicorn hat mich jetzt draufgebracht. Lass das mal so allgemein sehen mit den Emotes. Lass mal vielleicht nicht Sachen nehmen, die ich oft sage oder so, sondern lass einfach mal coole Ideen umsetzen. Weil so ein Weltraumaffe in einem NASA-Anzug würde ich auch voll feiern. Ich weiß nicht warum. Aber sieht voll fresh aus bestimmt. Ich mache einfach, was ich denke. Wir machen diese Basic-Emotes wie Keiko Schlaf und so ein Scheiß. Und dann mache ich einfach. Ich mache einfach so Collections und dann voten wir raus irgendwann, was wieder rauskommt und was Neues und bla bla bla. Ja, aber ich will euch damit einbeziehen, Unicorn. Deshalb frage ich so oft. Oh, hat auch krass aus. Genau, das habe ich nämlich auch im Hinterkopf gehabt. Dieser Panda von AppMiRail und so, der hat auch 1000 verschiedene Emotes, so, die der einfach switcht.
Da gibt es einfach welche, die voll süß sind. Oder die einfach ein cooles Dings haben, ein cooles Thema. Stimmt, denn bei Zimout wäre ein Affe mit so dumme Ohren, ne? Ja, das versuche ich auch jetzt hinzukriegen, Unicorn. Dadurch sind immer so Special Emotes hochlade, so Halloween, Weihnachten und dort. Silvester. Ja, okay, Silvester vielleicht nicht. Außer vielleicht eine Affe mit Rakete oder so auf einer Rakete drauf. Oder der so eine Rakete in der Hand hält, wie mit der Kerze. Ja, klar, Profi-Streamer, hallo? Vor allem macht das unheimlich viel Spaß, wenn du jemanden hast, der schnell arbeitet und der schnell die Sachen umsetzt, die du im Kopf hast. So, ich stehe auf, ich gucke auf mein Handy, der schreibt, yo, Bruder, fertig, Alter. Und ich freue mich voll. Ich gehe direkt gucken. Ich habe auch einen Stream Deck, ja, aber das benutze ich nicht. Noch nicht. Ja, aber Nachtschicht bin ich nicht dabei, Mann, das ist nichts für mich. Ich mache einfach was Cooles, Allgemeines. Und den Rest lasse ich überarbeiten. So, erstmal Tinkepäckchen. Ansonsten, wie geht's euch? Nate, hast du das VOD schon? Schlecht, wenn ich dich höre. Hallo, warum sagen sie sowas? Gut, gut, glaube ich, liebe dich. Ich dich auch. Wieder Nackenschmerzen in der Hölle. Ach du heilige Scheiße. Baby-Judah nur als Affe. Ja, Redney, das stimmt. Da hast du recht. Da hast du recht. Ja, der ist doch eh immer nur abends unterwegs, glaube ich, der Riemchen. Der dich zum Rausrasten bringt. Wie, bist du bei dir zu Hause und haust deine Möbel kaputt oder was? Affe mit Schnuller als Emote. Hallo? Kennst du nicht Keikos Baby? Blackberry? Mit dem schönen Pixelfehler im Kopf. Hallo Veluro. Affe im Auto wird funktionieren, wird aber glaube ich nicht so gut aussehen. Weil zu viele Details und so, das ist schlecht. Ich habe die neuen Folgen geguckt, die ersten vier sind schon wieder neu draußen. Dann hau ich mir die neue rein. Acht Folgen, okay, da muss ich die nächsten weiter gucken. Affe mit Goldkettchen, das wäre aber was für so 25 Dollar Emote-Ding. Eigentlich bin ich da gar kein Dings von, kein Fan von. Von 10 Dollar Emotes und 25. Aber ich will die Plätze benutzen, Alter. Affe als Oma. Yo, Mikeson, dankeschön für den Prime im 6. Yo, what nap? Was geht? Dankeschön. Hallo, Lukas. Pommes. Gerne, dankeschön. Okay, ich mach da irgendwas. PC ist nicht wieder am Laufen, der steht hinter mir. Mache ich Montag oder Dienstag? Weiß ich noch nicht. Was ist denn überhaupt Montag für ein Tag? Boah, wir haben bald Weihnachten. Donnerstag nächste Woche, ne? Ja, doch heilige Scheiße. Zum Glück ist da dieses Jahr, was heißt zum Glück? Dieses Jahr ist aber entspannt mit Geschenke kaufen, weil keiner in die Stadt geht. Alles wird online gemacht. Ah, ich glaube, entweder mache ich das Montag oder Dienstag, Mittwoch und Freies.
Donnerstag Weihnachten, aber ich stream trotzdem. Aber ich komme dann was früher. Wenigstens ein bisschen. Ja, machen wir so. Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 machen wir so. Ja. Feiert ihr Weihnachten? Ja, kleinen Kreis halt, ne? Chillig was essen. Ein Gläschen Hibiki. Die Füße hochlegen. Weil Da Vinci, was geht ab, du Model? Ich hab dein Foto gesehen bei Instagram. Inshallah, voll der Hübsche, Alter. Wäre ich Mädchen, ich wäre ein bisschen verliebt in dich. Ich würde in deine DMs reinsliden. Hast du denn alle Kabel nicht, dass eins nicht drinsteckt, 2 Wochen? Das ist das, was mein Factory sagt. Ich habe andere Erfahrungen gemacht. Was geht ab, Emin? Doppelkornachten. Ja, Weezy, was ist mit der heilige Weihnachten? Wird dein Gläschen getrunken oder was? Ja, kann man nicht bechern, Junge. Genieren. Was haben wir denn gestern im EP gemacht, Alter? Ist heute irgendwas zu tun? Wir wollten uns mit Russland treffen, der war, glaube ich, nicht da, ne? Und gestern Abend war ja voll reingekicke, Alter, als Ty da war und Dexus und so. Junge. Aber das sind so Momente, weshalb ich den Server liebe. Da merkt man einfach so, das ist mega entspannt. Und man kann nur einfach mal Spaß haben. Ist der PC deiner Cringe-Partnerin wieder heile? Nein, Mann, der qualmt immer noch. Hallo Mo und hallo Vova. Alles gut, Emin, alles gut. Aber es kam ein Update heute auf Unity. Ich weiß nur nicht, was neu reingekommen ist. Lass ich mal eben gucken. Standen da. Mapping-Struktur überarbeitet. Achtung, großer Download. Habe ich schon runtergeladen. Inventarfilter mit Mehrfachauswahl und Persistenz. Handyverlauf hinzugefügt bei besetztem Handy oder falls Person kein Handy hat. Handyverlauf-Button anstatt Favorit-Button. Fahrzeugscheine müssen bestätigt werden, das ist gut. Gewerbefraktion, Firmenfahrzeugscheine anzeigen. Fahrzeugscheine können auf Firmen übertragen werden. Limitiert auf bestimmte Firmen, okay. Genau, ihr verschwendet Zeit, weil ihr das übersetzen lässt, um zu gucken, was das bedeutet. Hallo Matip. Wo war der? Kommt neu. Ich lasse den neu machen. Der müsste... Wenn ich das heute Abend noch hinschicke, müsste der morgen oder übermorgen da sein wieder. Ich habe eine richtig coole Idee für den. Ehrlich jetzt. Was bekommt Sandra zu essen am Weihnachten? Ja, irgendwas püriertes, weil die hat ja keine Zähne mehr. Fühlst du dich jetzt witzig oder was? Du trotzst du deine fütternde Hand? Irgendwie muss ich euch nur beschäftigen. Schattenbund ist übrigens der Erste, der darauf reingefallen ist und seine Zeit verschwendet hat. Huch! Mo, bei mir ist alles gut, nix geht ab. Und bei dir? Ich glaube, ich mache eine Duftkerze an. Stinkt schon wieder hier. Stinkt dir schon wieder nach Chat. Ja, Redney, wenn bis dahin dieser Teamspeak nicht da ist, wir haben noch einen anderen, ne? Wo wir so privat einfach draufhängen. Oh, das finde ich aber nett von euch, Chat. Jetzt kommt der Emote zum Einsatz. Geil. Hennefan, danke für den Restart am 32. Und hallo. Hi. Hi. Wer hat denn bei der Kerze bemerkt, dass die Kerze einen Filter hat? Unten, in Gelb. Wer hat's gesehen? Wir haben 3 neue Emotes, Basic. Hallo Tetrapack. Was sagt die Kerze aus? Ich verstehe das Emote nicht. Naja, ich mach doch immer Duftkerzen an.
Duftkerze mit einem Zigarettenfilter. Bruder, verstehst du? Hallo? Hallo, Deadshot. Guten Abend. Boah, das sieht richtig gut aus, Scheiß, ne, mit dem Schnee. Ich glaube, wir sollten noch animierte Dings machen für Bella Twitch TV. Alter, Kettenraucher eh nicht, Junge. Ist aber ungesund, ich weiß. Ist aber so ein Laster, was ich habe. Nee, ist kein Klopapier. Aber Cody hat einen Dönerspieß aus der Kerze gemacht beim alten Emote. Ist im Discord drin. Ja, ich weiß, Schattenbund. Ich glaube, ich bekomme Grippe. Oh, oh. Das ist immer noch der alte PC. Der irgendwie besser läuft als der neue. Sagt auf jeden Fall Unicorn, aber ich glaube dem nicht. Weil ich habe VOD gesehen. Man sieht schon, dass die Grafik nicht so scharf ist. Und dass viele Fragmente auftauchen beim Fahren und so. Mehr als sonst. Der Eiswürfel sieht halt mega nice aus, ne? Dann kommt der wahrscheinlich Montag. Ne, Bruder, der steht schon hinter mir. Ich habe nur keinen Bock gehabt, wieder alles neu zu konfigurieren und Windows zu neu installieren und so. Und GTA und all den ganzen Scheiß einzustellen. Habe ich keinen Bock. Das kostet mich nämlich fast einen Tag. Wenn ich um 16, 17 Uhr erst aufstehe. Ich mach das, wenn ich regulär frei hab. Weil die alte Kiste rennt ja auch noch. Zum Glück. Hallo Metall Gandalf. Beutlin! Auenland! Ich will noch die Zap und die Sub-Anzeige und sowas verändern. Ich mag das nicht mehr. Das sieht kacke aus. Wenn jemand irgendwie ein Prime-Sub oder so gibt. Das sieht einfach scheiße aus. Ich weiß nur nicht, wie ich das mache, Alter. Ich würde das am liebsten ganz minimalistisch machen. Boah, die Schneebälle, die... Boah, das sind alles auch eine gute Idee, ne? Schlorox sind das. Schlorox-Emotes. Hast du jetzt ein anderes Mainboard? Boah, nein. Das Mainboard war doch nicht kaputt. Aber die Geschichte erzähle ich jetzt nicht nochmal, Johnny. Musst du dir VOD von gestern angucken, ganz am Anfang. Ich will gar nicht erzählen, was das war, was damit da war. Also, was mein Factory sagt. Ich will das echt nicht erzählen. Was geht, Frankie? Guten Abend. Schatzi. Wer von euch hat einen Iga heute geguckt? Ich glaube, der ist sogar nur live. Iga hat sich heute als RP-Szene verkleidet in seinem Stream. Fand ich lustig. Noch live? Ich guck mal eben. Boah, diese Werbung, ne? Iga ist jemand, der auch damals mal IP gespielt hat. Sascha. Ist ein DJ, der spielt, macht Musik auf Twitch. Junge, mach doch die Werbung, Alter. Diese Werbung, ne? Ja, der ist... Die Tour auch durch. Warte, ich schicke mal rein. Ihr könnt da gucken, der hat sich als RP-Szene verkleidet. Richtig lustig. Richtig gut. Iga ist die Schweiz von Twitch. Warum? Weil der mit niemandem Beef hat? So gehört sich das auch. Dann kommt deine Verkleidung. Ich bin jeden Tag verkleidet. Und zwar als der Unsichtbare. Hi, Haki, hi. Ich mag die Mind Factory-Antworten immer sehr, kann man wunderbar. Oh mein Gott, Bruder. Weihnachten gibt's bei uns Brathering mit Bratkartoffeln, Rührei und Gewürzgurken. Moondive 7 ist live. Reaction, Andy. Okay, dankeschön. Hallo, Flappo. Stimmt.
so, das sagst du, Brudi. Warte mal. Perfekt. Da habt ihr eure Cam. Ich hab mir aber Botox gespritzt. Ich hab keine, man sieht keine Emotionen und so. Man sieht doch nicht, wie ich den Mund bewege. Aber ich versichere euch, das bin ich. Ich würde auch winken, aber objektiv ist so klein, man sieht meine Hand nicht. Okay, ändere ich halt den Face. So besser? Ich bin frisch nach Duisburg gezogen, kann man dich kennenlernen? Na klar, wo bist du denn hingezogen in Duisburg, wenn du das sagen möchtest? Bauchredner. Ich müsste halt echt noch so einen Webcam-Rahmen drum machen, ne, Alter. Und das irgendwie so ganz komisch animieren, dass sich das bewegt, Alter. Das wäre Kicker. Ist keine Fake-Webcam. Facecam. Digga, such mal VTube auf YouTube. Ist das nicht so ein Programm, wie der eine Typ das benutzt, dass der dann auf einmal so ein Hund ist und so ein Scheiß? Locker könntest du das machen, dass sich das Bild so bewegt. Also nicht bewegt, dass ich eine Webcam anmachen würde und das Bild mein Gesicht wäre. Aber nee, Mann, das... Aber wäre lustig. Der Dude One Wish. Mach das mal kleiner, sonst bin ich die ganze Zeit erregt hier. Wäre schon hardcore witzig, ne? Könnte man vielleicht mal drüber nachdenken. Das wäre echt witzig. Ruhe. Ah, Weezy hat's verkackt. Ach komm, wir gehen in die Pommes. Ich hab eh nichts mehr zu erzählen. Ist ja geklärt mit Emotes und den ganzen Döns. Grand Theft Auto. VW Vendetta. Wie verbringen Sie Weihnachten? Am Esstisch mit Essen in meiner Hand. Dick und ich bin stolz. Kannst du auch, Bruder. Ist schön. So, Tinkepäckchen und ab ins Bett schlafen. Und dann in eine Pommes. Klar esse ich mit den Fingern. Dann küssen wir uns jederzeit, Bruder. Genau, wie Da Vinci das gemacht hat. Tinkepäckchen, müde und ab in die Pommes. Ich finde die Emotes echt nice, ne? Ich bin da echt von begeistert. Ich guck mir die gerne an. Hogwarts! Seit Vlad Kolleaks wissen wir auch, dass Curtis 200 Kilo wiegt, also alles okay. Ja, eben, Zit, Bruder. Ist kein Ding. Dick ist das neue Schön. Haben wir Notorious B.I.G. zu verdanken.
Jetzt weiß ich, wie ich das Stream Deck benutzen könnte. Ich könnte damit die Musik stoppen, anstatt immer rauszutappen.